Hi, willkommen zurück zu Earthbound. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute wollen wir nach Tucson. Wird ja auch mal Zeit, ne? Wir haben uns ja schon einiges an Zeit in 100 aufgehalten. Macht ja aber auch Sinn, ist ja die erste Stadt. Da muss man noch ein bisschen leveln, ein bisschen grinden. So. Die Polizisten sind besiegt, beziehungsweise sind informiert, dass ich durch darf, dadurch, dass ich sie besiegt habe. Müsst ihr auch mal machen, wenn ihr irgendwie nicht in eine andere Stadt reinkommt, erstmal die Polizei besiegen, am besten 5 Stück, dann geht das. Nein, das ist natürlich Schwachsinn. Aber bevor ich jetzt nach Tucson gehe, will ich euch noch ein paar Leute zeigen, die es hier so gibt, wenn man das Spiel jetzt das erste Mal spielt und sich vorher nicht unbedingt spoilern lassen möchte durch ein Let's Play. Dann geht man in so ein paar Häuser rein und dann kriegt dann ein paar Tipps von den Leuten. Aber einige lassen auch gar nicht, einen auch gar nicht rein. Dann passiert nämlich sowas hier. Wer ist da? Es ist gruselig hier drin. Warum antwortest du mir nicht? Die haben halt teilweise richtig lustige Textboxen. So, hier kann man zum Beispiel rein. Na, ich frage mich, ob Earthbound schon released ist. Ja. Halt so Textboxen, die die dritte Wand brechen, dass man ja nicht direkt zum Zuschauer spricht. Kennt man ja. Aber ich will euch im Prinzip nur ein Haus zeigen, ein wichtiges Haus. Mr. Liar X Atreid, der Schatzsucher, hat endlich irgendwas Cooles gefunden. Ich habe gehört, er wird es nur dir zeigen. Genau, da müssen wir nämlich auch noch hin. Das dürfen wir nämlich nicht vergessen. Nein, aber ich gehe einfach mal schnurstracks zu dem Haus hin. Wir wollen ja auch nicht zu viel Zeit verlieren. Im Endeffekt kommen halt solche Textboxen wie: Ja, bist du einer von den Sharks? Oder halt, wie gerade, es ist gruselig hier drin. Warum antwortest du nicht? Und der Typ hier, der ist ganz wichtig, wenn man einen Hinweis braucht. Ja, warte mal eine Minute, junger Typ. Ich könnte dir einen richtig coolen Hinweis für $35 geben. Willst du ihn haben? Nö. Ah, also willst du keinen Hinweis? Jupp. Du bist entweder awfully, schrecklich, confident heißt selbstsicher, oder bist zu arm, um $35 zu zahlen. Egal, Mann. Ein junger Mann wie du ist sehr untypisch heutzutage. Wenn du irgendwann mal einen Hinweis brauchst, dann komm zurück. Ich bin hier die ganze Zeit. So, und der hilft einem halt weiter, falls man wirklich überhaupt nicht weiter weiß oder irgendwelche kleinen Sachen vergessen hat. Der hätte uns jetzt, glaube ich, auch gesagt, dass wir mit Mr. Liar X reden sollen. Aber nein, da müssen wir natürlich auch noch eben hin. Weil der hat was wirklich Cooles gefunden. Und da kommt man so halt auch gar nicht drauf. Wenn du ganz normal durchspielst, dann denkst du, ja, okay, cool. Dann gehe ich mal jetzt nach Tucson. Es ist im Endeffekt auch nicht wichtig, aber es ist interessant für später. So, wo will ich überhaupt hin? Ach ja, den Berg hoch. Genau, der wohnt ja so weit oben. Ah ja, wie spät haben wir es eigentlich? 47, 2 Minuten nämlich bestimmt schon auf 45, habe ich also angefangen. Alles klar, cool. Cool. Cool, dann weiß ich Bescheid. So. Wir sind ja gleich da. Und da wären wir auch schon. Das erste Mal, dass wir hier drin sind. Alter, du hast ja eine Bruchbude. Junge, Junge, Junge. Ich mache das nur, weil ich dir vertraue. Erstens, lass uns mal runter in den Keller gehen. Ah, also ich kann anhand deines Gesichts erkennen, dass du nicht rumhängen willst, oder? Das ist okay. Trotz all dem, was passiert ist, sind wir nicht mal irgendwie verwandt oder so. Ich weiß, du glaubst, ich bin ein großer Lüger. Lüger. Lügner. Aber vielleicht überrasche ich dich ja. Naja, er heißt Mr. Liar X Atreid. Also. Was ist das denn für eine Schubkarre? Habe ich noch nie gesehen. Richtig unhandlich und kacke. Ich meine, guckt euch das mal an. Die Griffe,
Dann das Rad und das Ding ist auch nicht wirklich groß. Und eine Schaufel, die darf natürlich nicht fehlen. Warte doch mal, Mensch. Geht niemals mit fremden Leuten in deren Keller, das sage ich euch. Ja, so fremd ist er uns ja nicht mehr. Also, das ist mein Kumpel. Ich habe einen ziemlich coolen Schatz, beziehungsweise einen ziemlich coolen Beweis für einen Schatz gefunden. Ja, ich zeige ihn dir, aber du bist der Einzige. Komm mit. Okay. Oh. Was ist das denn? Wenn das ein Zeichen ist, was hier versteckt liegt, brauche ich nur noch ein bisschen Zeit. Meine Bestimmung ist es, vergrabene Schätze zu finden. Ich esse Knoblauch und trainiere jeden Tag, um mich fit zu halten. Geh nach Hause. Du störst mich bei meiner Arbeit. Du kriegst greedy thoughts, also du kriegst vielleicht, du hast vielleicht. Ja, was heißt greedy? Unlautere Gedanken kriegst du wahrscheinlich, so. Ach ja, check. Die goldene Statue glänzt komisch. Und haltet das mal einfach im Hinterkopf, ja? Das wird jetzt auch gerade gleich in der nächsten Stadt sehr wichtig werden. Auf jeden Fall hat es was mit Geigers zu tun. Das kann ich euch schon mal sagen. Wir werden auch noch den Namen erfahren. Aber das alles erst später. Das wollte ich jetzt erstmal gezeigt haben. Jetzt haben wir soweit alles nämlich in 100 fertig und können so weitergehen. Also ich finde, der Weg hat sich schon gelohnt. So, du kannst mal gleich einen Abflug machen, wollte ich eigentlich sagen. Egal, noch ein paar XP. 4 XP? 4 Stück. Immer noch, jawohl. Das ist nämlich auch das Schöne. So schnell verlieren Gegner nicht die XP, die man einem gibt. Das zeigt dann natürlich dann auch irgendwann mal an, ob man überlevelt ist, aber auch erst bei späteren Gegnern. Und so hat man halt immer die Gewissheit, okay, ich bin nicht zu stark. Ja gut, wir machen die Dinger One-Hit fertig, aber dass wir jetzt zu stark für die Gegner in Onet sind, das sollte ja soweit klar sein, ne? Weil wir haben ja alles erledigt, wir haben zwei Bosse, ja okay, drei, wenn man die Polizei mitberechnet, besiegt. Dass man da schon als Gegner so ein bisschen Respekt hat, das sollte ja auch klar sein. Okay, das war alles. Jetzt geht's direkt nach Tucson. Wie gesagt, Stadt 2, Tu, ist ja in den ersten vier Namen versteckt, also die Zahl, je nachdem, welche Stadt man gerade besucht. So, Jungs, ich darf durch. Hey, Mann, bist du Ness? Also, ich hab das Okay vom Chief gekriegt. Ich lass dich durch. Aber pass auf dich auf, okay. Ja, Mann, du machst dich gut. Bleib weiter dran. Die Town Map kann. Also die Stadtkarte kann auch. Can be checked out at the library. Kann auch außerhalb der Bücherei gesehen werden. Du kannst sie übrigens auch in Tucson benutzen. Es ist sehr nützlich. Okay. Da machen wir das doch mal. So, und hier sind auch sehr nervige Gegner. Was ist hier übrigens? Ah. Ja, Mann. Ich lebe hier kostenlos in diesem Mäusehaus. Diese Mäuse sind als Exit-Maus bekannt. Sie sind sehr nett und Junge, Junge, sind die schnell. Ich mag diese Typen. Oh, der sieht ein bisschen dreckig aus, ne? Dusch dich mal. Vor allem, warum haben Mäuse so ein Haus? Das ist absolut nicht notwendig. So, machen wir den mal erstmal fertig hier. Oder gleich alle, die da mitkommen. Die Antoids und die Anhängsel. Mit denen halte ich mich gar nicht lange auf. Da gibt es erstmal direkt ein bisschen Psi-Playing. Weil auch jetzt dürfen wir natürlich nicht vernachlässigen, dass wir noch Level brauchen. Weil alles, was jetzt kommt, wird schwer werden. Wenn wir uns nicht ausreichend leveln. Deswegen immer gucken. So, hier ist noch ein Geschenk. Da will ich mal gucken, was da drin ist. Ach ja. Und ein Hamburger. Jawohl. Aber ich habe zu viel Stuff. So, und diese Pilze dort.
Das sind sehr nervige Gegner, weil die können einen besessen. Besessen? Besitzen. Die pflanzen dann quasi so einen kleinen Pilz auf deinem Kopf. Und dann ist deine Steuerung invertiert, beziehungsweise die Steuerung ist dann so eingestellt, dass nach unten drücken vielleicht mal nach rechts oder links laufen bedeutet oder nach oben drücken, nach unten. Also das, dann ist die Steuerung auf jeden Fall kacke. Deswegen will ich von denen erstmal so ein bisschen Abstand halten. Solange ich die nicht irgendwie besiegen muss, will ich es auch nicht tun, weil das ist halt echt nervig. Da kannst du nicht mehr richtig spielen und das hat nix. So, hier ist wieder der nette Maulwurf mit seinem kleinen Helm auf. Das ist echt niedlich. So, Tusen Town. Hier wieder die 2 Tu. Willkommen. Möchtest du, dass ich dir ein bisschen was über Tusen erzähle? Ja, klar. Tusen hat ein modernes, sauberes Hotel und ein Krankenhaus und das wundervolle Chaos-Theater. Da ist die Polster Vorschule und eine coole Busstation. If you're curious, you might. Achso, wenn du dazu Lust hast, dann willst du vielleicht auch den Birkland Park besuchen. Es ist sehr exciting, aufregend. Östlich der Stadt findest du das Peaceful Rest Valley. Da müssen wir dann auch nach dieser Stadt hin. Auf der anderen Seite ist das Happy Happy Village. Genau, das ist halt unser Ziel. Aber da will ich auch noch nicht vorgreifen. Da ist ein Pit. Es gibt ein Pizzarestaurant. Möchtest du noch was wissen? Ach nee, das reicht eigentlich. Ich weiß es nicht mehr. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. So, den sammeln wir mal eben ein, den Schmetterling. Ich weiß nicht, habe ich jetzt auch mehr PP? Ne, 36 immer noch. Okay, hier ist das Hotel. Ein Cycle Shop. Und da gibt es auch erstmal direkt ein nettes Foto für uns als Erinnerung. Pictures werden direkt gemacht. Ich bin ein fotografisches Genie. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Guck in die Kamera und sag: Gewürzgurken. Fuzzy Pickles. Ich würde. Also. Weiß ich nicht. Cheese sagen, okay, aber Gewürzgurken oder Fuzzy Pickles? Da würde ich nicht unbedingt lachen. Also, bei Cheese gehen ja die Mundwinkel so ein bisschen hoch. Automatisch. Aber bei Fuzzy Pickles? Weiß ich nicht. Hey Mann! Ja, das ist der Fahrradladen. Punkschuhe. Fahrräder machen so viel Spaß. Und sind so convenient. Okay, Google. Was bedeutet convenient? Ich wollte aber nicht Konvenienz, ich wollte konvenient wissen. Ich gebe es mal eben ein. Was heißt konvenient? So. Praktisch. Ah. Und sind so praktisch. Es ist so viel schneller als laufen. Und du wirst sehr beliebt sein mit dem Rad in der Radszene. Also, willst du ein Fahrrad, klar? Ja, leider haben wir nicht mehr so viele Fahrräder zu, haben wir keine Fahrräder mehr zum Kaufen. Wir haben nur Leihfahrräder. Möchtest du eins leihen? Ja. Ich mag deinen immer nach vorne gucken Style. Ich erzähl dir was, Mann. Ich geb's dir umsonst. Du hast viel zu viele Items. Ändern wir mal eben ganz kurz. Scheiße, ich brauche halt nix. Egal. So, jetzt aber. Ich weiß, das ist der Cycle Shop Punk Schuhe. Ja, ja, ey. Ja, Mensch, cool. Leider haben wir keine Räder mehr. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, komm, jetzt mach hinne hier. Ness hat das Fahrrad bekommen. Du weißt, dass zwei Leute nicht auf einem Fahrrad fahren können. Naja, können schon, aber dürfen, ne?
Also sind drei oder vier Leute natürlich unmöglich. Ja, das ist ja klar, ne? Wo sollten die auch hin? Weißt du auch, dass ein Fahrrad dir nicht dass du nicht aufs Fahrrad kannst, wenn dir jemand folgt? Teddybären zum Beispiel. Wenn du einen Teddybären hast, ist Fahren auch unmöglich. Okay. Und denk nicht einmal daran, ein Fahrrad in einer Höhle zu fahren. Okay. Ja, Teddybären, dass er das sagt, ist tatsächlich nicht einfach nur so. Weil wir können tatsächlich einen Teddybär kaufen, der uns dann folgt. Das ist quasi so ein Schutzschild. Ich weiß nicht, kann ich den hier kaufen? Wahrscheinlich erstmal, wenn ich hier was aus dem Inventar geholt habe. Essen wir mal eben kurz einen Keks. So. Dann gehen wir mal eben hoch. Voll modern mit Rolltreppen. So. Hier ist was zu essen. Ich glaube, ganz oben war das. Hier gibt es dann die Spielzeuge und so. Ja, der Shop. Ich guck mal bei dem. Ja, Mann, wie kann ich dir helfen? Was möchtest du haben? Ach, eine Slingshot. Ribbon kann ich nicht tragen. Ich könnte mir eine Slingshot. Nee, kann ich nicht. Nö. Die würde ich aber tatsächlich gleich kaufen wollen. Also, was willst du kaufen? Ein Teddy. Puh. Ah, bist du nur hier, um Hi zu sagen? Was für ein Loser, ey. Willkommen, Mann! Einmal bitte abheben. Ah, ich habe mich verdrückt, ich habe den falschen Knopf genommen. Ja, da kriegen wir auf jeden Fall einiges für, ne? Ich heb mal eben 200 ab, das sollte ausreichen. Ja, Mann, wie kann ich dir helfen? Ich will eine Slingshot. Ja, Mann, ein Katschi. Ja. Ness Offensive ist von 31 zu 35 gestiegen. Willst du mir den T-Ball-Bat verkaufen? Ja. So, jetzt hole ich mir einfach nochmal den Teddy. Wobei, das kann ich wahrscheinlich, glaube ich, nicht, weil ich ja noch. Ja, wir versuchen es einfach mal. Einmal den Teddy. Es geht. Nö. Vielen Dank. So, und jetzt folgt der Teddy uns halt. Heißt, wir können jetzt auch nicht Fahrrad fahren. Aber der sollte nicht lange aushalten. Also der ist halt quasi in Kämpfen so ein Schutzschild für uns. Aber der hält halt nicht so lange voll. Wenn er halt weg ist, können wir wieder Fahrrad fahren. Ist noch genug Zeit, dass wir das machen, also keine Sorge. Nur die Gegner hier sind halt ein bisschen härter, deswegen. Naja, ne? Wenn ich irgendwelche Connections hätte, könnte ich das so rein. Aber ich bin leider nur ein ganz normaler Typ. Okay, und du? Ich liebe es, in Schlangen zu stehen. Ich liebe. Genauso liebe ich Wörter, die mit Q beginnen. Queen, Quiet, Quick. Ah ja. Ich bin der Anfang dieser Wartelinie. Ich möchte ein Ticket, um die heutige Show zu sehen. Aber vielleicht bekomme ich es nicht. Genau, und das sind halt, die Show sind halt diese Leute hier, die Runaway 5. Oui, das ist korrekt. Wir sind die Runaway 5. Wir sind berühmt und reich. Ich bin reich. Wir wurden aber verarscht von diesem Theater. Und wir sind jetzt richtig tief in Schulden. Das ist schlecht. Aber wir sind vielleicht berühmt. Aber das Mädchen, was in dem Haus. But the girl who lives at the house with the priest. Ach so. Aber das Mädchen, was im Haus bei der Vorschule lebt, ist das Gesprächsthema Nummer 1. Ich möchte sie irgendwann mal sehen. Okay. So, da gehen wir jetzt auch eben hin. Beachy Teeth haben wir ja noch. Und das ist ja auch schon die Polestar Preschool. Polestar. Paula ist nicht hier. Sie ist vor kurzem gegangen und ich weiß nicht, wo sie hin wollte. Paula. Aha, die ist uns doch in unseren Träumen begegnet. Paula ist wie eine Mutter für mich. Du bist. Es ist dir vielleicht nicht möglich, meine Emotionen nachzuvollziehen. Und vielleicht habe ich auch ein Babyface, aber ich bin besessen von dem
von den Kopf, nee, ja, von den Gedanken eines alten Manns. Ich bitte um bitte um Entschuldigung, okay? Pfeif, pfeif überall, es bringt mich zum Lachen die ganze Zeit. Ich bin Paulas Mutter. Ich bin beschäftigt, um auf diese Kinder aufzupassen. Du solltest dir keine Sorgen um Paula machen. Sie hat einen Schutzengel, so wie es aussieht. Ach so. Mensch, das ist doch schön. Also, du willst Paula sehen? Ja. Viele kommen hierher, um ihre Kräfte zu sehen. Aber das sind nur Leeches. Ja, okay. Bist du von einem TV-Sender oder was? Ja. Oh. Meine Tochter möchte nicht mit Media Monkeys wie dir reden. Mit Fernsehaffen oder so, keine Ahnung. Ach, ich muss ja nein, ja. Mensch. Nein, bin ich nicht. Ob du sie triffst oder nicht, kann nur Paula entscheiden. Paula sagte, sie würde sich nur mit einem Jungen namens Ness treffen. Das bin ich. Ach, du bist Ness. Ah, du bist also der, der in ihren Träumen war. Genau. Du wirst die Welt retten. Okay, lass mich Paula holen. Es juckt ihn auch gar nicht, dass wir die Welt retten. Nicht irgendwie eine Katze vom Baum oder so, nein, gleich die ganze Welt. Es scheint, dass sie gar nicht da ist. Ich frag mich, wohin sie gegangen ist. Es tut mir leid, Mann, aber kannst du später zurückkommen? Klar. So, und das ist jetzt übrigens auch die Quintessenz, was in Tucson das Problem ist. Gut, dann würde ich aber sagen, wir sehen uns. Oh. Okay, dann würde ich aber sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, macht's auf jeden Fall gut. Ciao.